Ich habe damit gerade gerechnet, da muss ich jetzt ehrlich so sagen. 8-8. Nein, das hat nichts zu bedeuten. Ja, mein stastisches Willkommen zurück zu NerdDS im Geisterhaus. Welt 3 Geisterhaus. Ich glaube, das ist auch das erste. Und was zur Hölle ist schon wieder das hier? The House of Blocks. Da ich vergessen habe, wen ich das letzte Mal hatte, vom Charakter her, werden wir Mario nehmen. Und man hat, oh, keine direkte Karte. Yoshi's Island Musik. Das ist schön. Das ist ja toll, ja. Und das sind die, was ist das denn für eine Hand? Geh da rein. Das, gefällt mir noch nicht. Doch, natürlich, das ist schon super. Was mir aber nicht gefällt, und das mache ich, bevor die Bubis mich angreifen, ist, dass die Musik mal wieder ein bisschen meine Ohren springt. Aber nur ein bisschen, ne? Man will ja nicht übertreiben. Aber die Musik gefällt mir schon super. Auch die Bubis, die haben, glaube ich, eher die Grafiken von den neueren New Super Mario Bros. Teilen, ne? Und da ist eine Münze. Kann ich da... Ja. Und... One up! Ich hoffe, die Feuerblume wird uns nicht wirklich was bringen. Ob das... Aber ich mag die Castle-Musik aus Yoshi's Island total. Mal abgesehen, dass das Spiel selbst gut ist. Wenn man das gerade mal so sagen darf, ne? Was ist mit dir? Ah, okay. Der gehört aber hier zu, ne? Zu New Super Mario Bros. DS. Ja, das war schon klar, ne? Nein! Ich hätte vielleicht weiter nach rechts gehen sollen erst, ne? Ah, ne, hier kann man wieder reingehen. Ja. Ich werde trotzdem die Blöcke kaputt machen, weil man weiß ja nie, ob hier plötzlich irgendwelche krassen fliegenden Münzen rauskommen oder was weiß ich. Und die erste Starcoin, das sieht doch schon mal gut aus. Nice. Um ehrlich zu sagen, der sagt mir, geh nach rechts, ne? Das gefällt mir schon nicht. Aber es sollte ja nicht wirklich durchlässige Wände geben, ne? Ich wollte sagen, ich habe tatsächlich ein bisschen eine leichte NerdDS-Pause gemacht. Wobei man das nicht Pause nennen kann. Eher so, ich habe mich ein bisschen auf Kirby konzentriert. Weil ich nämlich Nür davor die ganze Zeit vorgezogen habe. Und, ja. Weil ich, bei Kirby bin ich mich irgendwie immer absolut... Man könnte sagen... Alter, was ist denn jetzt hier los? Das gefällt mir... Die Hände, die bewegen sich mal weiter, ne? Das könnte darauf hindeuten, dass da ein unsichtbarer Block ist, ne? Ah! Was hat denn das jetzt gebracht? Bitte, wahrscheinlich öffnet das einfach die Tür? Dann ist es aber schon ziemlich... Und hier unten ist wieder was? Ja. Oh, ich mag so kleine Secrets. Dann macht es auch Sinn halt in jede kleine Ecke. Was hast du denn? Man würde im Fach Jargon, glaube ich, Spastiker dazu sagen. Aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen Gesellschafts... Naja, strittig, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich den Sprung geschafft habe. Das wurde mich ein bisschen selbst. Macht mich das jetzt suizidal? Ich weiß es nicht. Da kann ich doch sowas von hochgehen. Okay. Aber der Schalter erscheint wieder, ne? Alter, oh! Was? Die sind ja richtig fies. Die sind ja richtig gemein. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich schneller da gewesen wäre. Also das glaube ich nicht. Zweite und dritte direkt bekommen. Das finde ich krass. Das finde ich echt krass, dass hier so versteckt war. Ziemlich nice. Und Secret Exit wahrscheinlich noch, ne? Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt runterfall. Ich habe damit gerade gerechnet, ne? Muss ich jetzt ehrlich so sagen. 8-8. Nein. Das hat nichts zu bedeuten.
Haha. Und die Kanone, ja gut. Ob die jetzt mir so weiterhelfen würde, ist halt die andere. Oh, der Megapilz, das ist ja so cool. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich beim Checkpoint, würde ich sagen, oder? Oder bei der Stelle, wo die Starkwind halt eben war und mich hochgebeamt hat. Also bis gleich. Ne? Ne, also jetzt, wir vergessen das mit dem Haha, ne? Ja, gut. Tja, Freunde. Gleicher Raum. Rückkehr. Hat, es ist erfolgt, ja. Und die Musik ist zu catchy. Nein! Das war jetzt eigentlich nicht so mein Plan. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich eine Feuerblume holen, aber die will ich nicht holen, weil ich nämlich zu faul dafür bin, die Feuerblume von da drüben zu holen. Ja. Der Block sieht... Okay, wahrscheinlich deswegen, ja. Weil da ein Ding drin ist. Hi. Also ich rechne jetzt schon ziemlich damit. Ho! Ho! Oh Gott. Ja, da musste ich auch kurz mal, verschnaufen. In der Luft, zwischendrin. In der ganzen Action. Ja, dass der... hier der Dingens hier ist, ne? Der Exit. Der wundervolle Exit. Dann komm, hui. Ich weiß nicht, wie sad, dass die meisten... Ich wollte gerade irgendwie so sagen, dass die Buhu-Häuser, dass die Geisterhäuser meistens einen Secret Exit haben und dafür wenige Level nicht. Aber das ist halt gelogen so. Das ist absolut gelogen. Gut. Oh, Ende der Welt. Bekommen wir diesen Part sogar so schon zu sehen. Das ist ja eine Sache, die ich nicht für wahr gehalten habe. Overgrown Amuri. Amuri. Verteidigung eventuell. Ich weiß es tatsächlich nicht. Man kann aber auch nicht alles wissen. Würde ich es einfach mal sagen. Und das war, glaube ich, nicht so schlau. Aber das muss ich ja machen, ne? Und die Musik. War das schlau? Okay, ja, es war schlau. Ist die geil. Das ist super toll, dieser Remix. Den finde ich nice, oh Gott. Es war immer ein bisschen laut. Und ich höre meine Stimme so gut wie gar nicht mehr, aber... dann sind diese Qualen schon mal für euch weg, ne? Will ich das tun? War das jetzt... Da ist nichts. Warum sollte ich das... Das habe ich verdient. Oh, ha, das ist nicht gesund für meinen Luigi. Ja, dann muss ich jetzt leider die Hammerblume nehmen. Ich glaube nicht, dass das Item Hammerblume heißt, oder? Warum bekomme ich jetzt hier Münzen hingeschmissen? War ich zu langsam? Warte mal. Oh, da ist nichts mal. Da ist nichts mal was. Da ist ja nicht mal was. Warum sind wir beim Checkpoint haben noch nicht die erste Starcoin? Das gefällt mir nicht, Freunde. Das ist sowieso, vor allem mit Luigi ist es sowieso eklig, weil er halt so ja, rutscht, wie schon gerade gemerkt. Ja. Da ist nichts, okay. Ist jetzt aber nur ja, super. Diese ekelhaften ja, das war sowas von klar. Diese ekelhaften Yoshi-Coins. Wobei die ja in einer gewissen Weise, ich glaube es gibt 5, ne, denke ich mal, die markieren ja schon in einer gewissen Weise den Levelfortschritt, ne, muss man dazu sagen. Finde zwar schade, dass sie nicht in jedem Level vorkommen, ne, im Buhu-Haus ja, wow, im Buhu-Haus ja nicht, ne, aber, ja, ich glaube so zu gehen ist deutlich sinnvoller. Das ist toll. Okay, jetzt rennen ein bisschen. Dann. Wow, das war super toll. Ich kotze gleich. Möchtest du mir das wirklich antun? Okay. Nein. Ach du Scheiße. Und das war nicht die. Das war die mittlere. Das war verdammt nochmal die mittlere. Dann werde ich wahrscheinlich weiterspielen. Bis gleich. Okay, Freunde. Nehmen und dann direkt weiter. Ja. Also die Sache ist,
Ich werde das dann halt nochmal neu spielen müssen, um dann halt die erste Star Currency bekommen. Aber wir müssen dann sowieso noch... Oh gut. Sowieso... No! Nochmal neu spielen, weil man ja dann in die nächste... Ach du Kacke, was ist das denn? Hilfe, ich möchte nicht sterben. Was ist das denn für eine Kacke? Was ist das zur Hölle? Mag ich jetzt gerade nicht so. Ich habe Angst zu sterben. Oh nein. Okay, die bleibt liegen. Eine Tür. Bekomme ich kein Power-Up mehr. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich muss jetzt... Da ist was. Pilz! Ich dachte schon, ich muss jetzt einfach gegen... Also mit null Items gegen den Custom-Boss kämpfen. Das wird wahrscheinlich irgendein Custom-Boss sein. Also wahrscheinlich Mutant Tyrannia oder sowas. Würde passen wahrscheinlich. Wobei das ja kein Custom-Boss ist. Das ist ja ein Boss aus New Super Mario Bros. DS. Oder was ist das für ein Boss jetzt? Wir hatten ja letztes Mal den Goomba. Den Goomba... Also den großen Goomba. Was ist das denn? Huh! Ich wurde direkt schon getroffen. Nein! Ich habe Angst. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst. Huh! Als ob ich nicht getroffen habe. Vor allem die Cheep-Cheeps, die so ekelhaft hochspringen, wie so Verrückte. Nein! Ist er tot? Ja. Man kann jetzt vielleicht sagen, dass es lame war, dass ich einen Stabattack gemacht habe, aber ich habe das Level geschafft. Und den Boss besiegt. Ziemlich heiß, ich weiß. Gut, Luigi ist natürlich langsamer als Bowser Jr. Das ist natürlich verständlich, aber dass Mario nicht Peach einholen kann, Bowser Jr. einholen kann, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Oder soll man doch sagen, Baby Bowser? Save your Brokers? Ja, natürlich. Welt 4. Ach, wir haben... Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt keine Aufspaltung der Welten mehr. Also das finde ich gut. Weil ich fand das tatsächlich in... Ich meine, es hatte was mit der Auftrennung, dass du quasi immer mit Mini-Pilzen vorangehen musst und den Boss nochmal bekämpfen musst. Aber... Human. Nur Team Human. Sehr schön. Gut. Erstes Tag natürlich nach und dann geht's auch in die nächste, würde ich sagen, ne? Je nachdem. Bis gleich. Nice. Okay, Freunde, das hätte man sich denken können. Oh nein. Ja, die erste Kugel, die runterfällt. Die hat ja vorher was versperrt. Ja, es ist Starcoin. Dann besiege ich mal wieder den Boss und muss das ganze Level durchspielen. Yay! Freunde, ich zeige euch den Boss einfach nochmal. Und diesmal versuchen wir ihn ein bisschen legitimer zu bekämpfen. Zwar mit Feuerblume. Ob das jetzt immer nur so legal ist? Ist natürlich jetzt natürlich ziemlich fraglich, ne? Aber. Ich glaube, mit der Feuerblume kann man die aber immer direkt kaputt machen, kann das sein? Also instant death halt für die. Oh Gott. Zeitdruck ist natürlich nicht so gesund. Dass er mich nicht getroffen hat da. Oh! So viel zu Legitimität, ne? Die ist gerade dahin geschmolzen. Aber ist ja uns egal, nicht wahr? Gut. Erledigt. Finde ich geil, finde ich hot. Und jetzt geht's zum Bass, zum Pumpkin Boneyard. Interessant. Fangen wir denn noch an? Ich würde sagen schon, ja. Also. 4-1. Was erwartet uns denn hier? Mit Mario, fälschlicherweise. Pumpkin Thornhill. Die Kürbis-Dornenhügel. Ja, ob es jetzt... Ist wahrscheinlich... Oh, lol. Also links zu gehen ist eine Sache in Mario-Spielen, die man nicht allzu oft sieht, ne? Und direkt... ziemlich lustig. Ziemlich lustig. Ich habe gelacht. Hahaha. Hihi. Oh. Und damit war es das. Nein, natürlich nicht. Wir spielen das Level auch nochmal durch. Ne? Das wäre sonst Betrug, ne? Wir würden ja hier richtig trügerisch einfach uns durchcheaten. Ich kann auch gar nicht verstehen, wie Leute wirklich das hier als Abkürzung, also es sei denn, du machst einen Speedrun, aber wie Leute das jetzt als zum Beispiel, keine Ahnung, als Abkürzung legitimen Weg sehen könnten, würde ich nicht verstehen. Wirklich nicht. Weil, man will doch nur mal das normale Level so erleben, ne? Weißt du, was ich meine? Vor allem, ich bin ja sowieso so ein 100%ler und ich habe auch vor, öfter Sex zu spielen.
auch so eine Art Format zu etablieren, wo ich SMB-Hacks spielen werde. Wie wie das halt früher, sag ich mal, in der Zeit des SMB-Hacking-YouTube-Let's-Plays noch, Alter, das war knapp, ne? Noch in war, sag ich mal. Ich habe das Gefühl, diese Art der Let's-Plays ist untergegangen. Und ich finde, dass ich Angst habe. Na, ich finde sowieso, dass diese Art von habe ich mir schon gerade gedacht. Mama! Okay, ich lebe noch. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich lebe noch. Oh, ich habe den Checkpoint. Yippie! Bis jetzt sieht es auch noch gut aus von den Items. Von den Items, von den Sternen. Warum habe ich das... Warum wurde ich da gerade gesegnet? Warum hat mir da gerade Gott geholfen? Ich meine Jesus. Jesus hat mir geholfen. Und wir wissen alle, dass Kuru mein Gott ist. Das ist da. Oh ja, jetzt sag ich ja die Gott. Oh ja. Oh ja. Das sind alles wahre Worte, die aus meinem Mund kommen. Glaub mir. Believe me, it's true. Okay. Warum habe ich jetzt okay gesagt? Okay. Gut. Oh, schau mal. Die Vogelschwäche sieht aus wie Mario. Oder ist das vielleicht Mario? Und wir spielen einen Klon? Guck mal, sieht doch schön aus. Ist doch toll. Ist doch nice. Ist doch hot. Ja. Schon wieder aber so eine Welt, die so düster wirkt. Wo dann auch das ganze UI so abgedunkelt ist, so komisch. Keine Ahnung, was es ist. Gut. Warum habe ich geklatscht? Mein Name ist Coin. Nein, okay. Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich hat er beglückt. Ja, seht ihr das? Mich hat er echt beglückt. In der nächsten Folge sehen wir dann 4-2 in dieser gruseligen Kürbiswelt. Da fällt mir ein. Schmeckt mir eigentlich Kürbisse? Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von NürDS. Eigentlich nicht, das war ein Witz. Bis dann und tschüssi, Kowski. Bye, bye.